bisschen Nostalgie-Vibe schieben. Und heute habe ich mir gedacht, wir ziehen uns mal den Pyramiden-Talk im Backstage rein. Das Ding ist, der Mensch von heute ist immer so arrogant anzunehmen, dass die Wissenschaft und die Technologie, die wir heute haben, das Maß aller Dinge, dieses pyramidenartige Denken, dass eine Elite von oben herab alles steuert bis ins kleinste Detail und der Mensch unten ist am Ende des Tages ein Sklave. Wenn keiner mehr irgendwas hinterfragt, dann sind wir am Arsch. Boom. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Komm, wir ziehen uns mal den Pyramiden-Talk mit Kolle rein, Digga, von mir damals. Habt ihr Bock, Digga? Auf entspannt? Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Wir gucken uns ja immer mal wieder jetzt aktuell alte Videos von mir an, die ich so aufgenommen habe. Wo wir über, ja, einfach alte Sachen, bisschen Nostalgie-Vibe schieben. Und heute habe ich mir gedacht, wir ziehen uns mal den Pyramiden-Talk im Backstage rein. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Schon lange her, Alter. Macht auch Spaß, so ein bisschen in der Vergangenheit rumzuwühlen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Wühle den Man, Alter. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Ab geht's. I like that. Miese Recherche, Digga. Dass eine Elite von oben herab alles steuert bis ins kleinste Detail und der Mensch unten ist am Ende des Tages ein Sklave. Jetzt haben wir uns noch Ali ausgeschnappt hier. Jawoll. Hat immer diese blöde Weltkarte, die ist aber flach, aber der Globus ist halt nicht flach. Ey, Glückwunsch zu der... Digga, das war geil noch so, weißt du, wie ich meine? Da konnte man ganz normal mit Leuten von verschiedenen Lagern quasi über diese Sachen reden. Aber das war auch der Zeitpunkt, wo es angefangen hat, wo ich leicht rausgekerzelt wurde. Dankeschön, vielen Dank. Richtig nice. Digga, die haben das so gefühlt alle, ne? Ich schwöre dir. Den Kanal Love Lock Mystery, Alter. Wo ist das jetzt, oder was? Digga, das war Ding, Battle, da wo diese ganzen Sachen eskaliert ist, ne? Cynic, Minic und so. Leute, wir sind hier. Was war das nochmal, Digga, dieses Battle, dieses krasse Battle? Was war da nochmal los, Bro? Da gab's doch diesen Skandal. Cynic Mighty, glaube ich, ne? Wie heißt es? Takeover Battle Rap. Alpha Royale Top Tier Tech. Digga, ich wusste nicht mal, wo ich bin da, Bro. Ich hab das alles erst im Nachhinein gecheckt, Digga. Ich hab einfach. Irgendeiner hat mich eingeladen, ich dachte, ich geh da mal hin, Digga, scheiß drauf. Over Battle Royale. Alles klar, Alter. Hast du das nicht merken können, oder? Naja, ist zu lange der Name. Jetzt haben wir hier einen Kollegen, der Boss, wie geht's dir, Bruder, alles gut? Mir geht's gut, Alhamdulillah, ja, wie geht's dir, alles gut. Familie gut, Kinder gut, ja. Freut mich, dass du hier bist. Leider noch nicht, leider noch keine Kinder. Immer am Start. Leider noch nicht. Berlin sind das feier ich auf jeden ja, voll, Fall. Ja, voll. Wir haben heute auch natürlich eine geile Runde hier, eine Legendenrunde. Ja, ja, die ganzen Battle-Rap-Legenden sind hier. Ich glaube, die haben mich eingeladen, Kollege und Dings hier. AK hat mich, glaube ich, eingeladen. Ja, ne? Alhamdulillah, Bro. Einer auf jeden Fall hier, unter anderem hier. Und? Uli, wie läuft's? Erzähl mal. Was gibt's Neues in der Zwischenzeit? Was hast du getrieben? Ich war ein bisschen in der Off-Season. Ja, ne? Du hast ein paar Leute interviewt oder was? Ja, ich hab ein paar Interviews gemacht. Zuletzt Flair? Nee. Zuletzt war PA. PA? PA Sports. Und? War geil. Ging's wieder um Verschwörungstheorien? Ja, voll. Ich war der Man, Digga. Ich war der Verschwörungsman in der Szene, Digga. Jeder, der was auf dem Herzen hatte in die Richtung. Das war richtig krass. Ich weiß noch, Digga, wo ich das erste Interview die Sachen angesprochen habe schon. Da haben die richtig so, Digga, ich weiß noch, Kianus hat mir geschrieben. Wir haben geschrieben, der so, Bruder, ich freue mich so krass, mit dir darüber zu reden. Das war richtig so, ja, endlich gibt's mal einen, wo ich die Sachen auspacken kann. Ja. Das dachte ich mir doch. Er hat eine Das war auch schon vor der Corona-Zeit, ne, Freunde, damit ihr Bescheid wisst. Ausgepackt. Ja. Damit würde ich dich gerne mal konfrontieren, mal gucken, was du dazu sagst. Ja. Zwar geht's da um die ganze Pyramidengeschichte. Ja. So, jetzt miese Pyramidenrecherche, aufpassen, Freunde. Er hat sich gefragt, wie das möglich war, damals so Gebilde zu bauen. Und hat gemeint auch, ich bin da null im Thema so, ne? Ich weiß nicht, ob das Fakt ist oder ob das eine Theorie ist so. Ich sag dir ehrlich, PA hat mich zum ersten Mal mit dieser Pyramidenthematik überhaupt konfrontiert. Vor PA Sports habe ich mich noch nie mit dem Antarktis-Vertrag und mit den Pyramiden. Eigentlich ist PA Sports daran schuld, dass ich Verschwörungstheoretiker bin. Also PA, du hast mir meine Karriere So, nein, Spaß. Bei anderen Sachen war ich schon im Thema, so 9-11 und so habe ich mich schon reingezogen früher. Aber Pyramiden und Antarktis, da hat PA mich auf den Trichter gebracht auf jeden Fall. Aber er meinte, die Wissenschaftler heutzutage und die Architekten könnten sowas nicht mehr bauen. Ja, ist richtig. Mit der Technologie, die wir heutzutage haben, kannst du die Pyramiden erwiesenermaßen nicht bauen oder nur sehr, sehr schwierig über einen sehr langen Zeitraum. Das Ding ist, der Mensch von heute ist immer so arrogant anzunehmen, dass die Wissenschaft und die Technologie, die wir heute haben, das Maß aller Dinge ist und quasi... Bruder, das, weißt du, was das Krasseste ist an der ganzen Sache so? Ich war da zu dem Zeitpunkt
noch gar nicht krass in diesen Themen drin, so, ne? Hab die auf doof angesprochen und dann haben die Jungs mich mit Sachen konfrontiert, von denen ich vorher noch nie gehört habe, so. Aber heutzutage bin ich selber auch mies in der, deswegen, ich weiß ganz genau, dass heutzutage so Talks mit Kollegen oder mit PA oder so richtig heftig werden. Weißt du? Weil ich mittlerweile auch meine eigene Meinung habe, was diese Themen angeht. Wissenschaft, antike Zivilisation, Pyramiden, Eliten, bla bla bla. Ich habe selber jetzt eine Meinung. Damals hatte ich noch keine Meinung dazu, weil ich selber einfach nicht informiert war. Deswegen schade, dass die Jungs, ja, ist halt jetzt so, dass in der deutschen Szene, dass man nicht mehr über solche Sachen reden darf, weil man dann gecancelt wird. Aber das wäre eigentlich richtig geil. Höhepunkt in der Menschheitsgeschichte und vergiss dabei aber mal zu bedenken, dass eben solche Gebäude wie zum Beispiel die Pyramiden, wir wissen nicht, wie es gebaut wurde. Das deutet schon darauf hin, dass die alten Zivilisationen eine überlegene, Fragezeichen zumindest, aber eine fortgeschrittene Art von Technologie verwendet haben, die wir heutzutage nicht verwenden, offenbar, und nicht kennen. Das heißt... Das ist ja krass, Digga. Das sind alles Sachen, mit denen ich mich jetzt mittlerweile voll auseinandergesetzt habe, Digga. Ich würde eigentlich voll gerne... Ja, egal. Es gibt vielleicht noch mehr auf der Welt, was wir mit unseren Sinnen gar nicht so erfassen können. Da geht es um Frequenzen, geht es um Strömungen, da muss man sich bis in die Quanten... Digga, geil, Alter. Der Kollege war zu dem Zeitpunkt da jetzt so auf dem Wissensstand wie ich heute ungefähr, würde ich behaupten. Physik auch mal einlesen, um zu peilen, aus was besteht überhaupt Materie. Da fängt's nämlich... Wo mich jetzt persönlich interessieren würde, wo der Bruder heute ist. Wenn er damals, vor wie vielen Jahren? Vor 5 Jahren da war, Digga, weißt du? An. Denn wenn du ganz ins Kleinste gehst, ist alles nur Frequenz und Schwingung. So, das heißt, so was Festes gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Bruder, bester Mann, ja. Es ist ein bisschen paradox, sich das vorzustellen, aber es ist so. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass Schwingungen durch Schwingungen beeinflusst werden können und es eventuell Schwingungen gibt, die gar nicht in unserem, ja, in unserem Messbereich, in unserem Radar wiedergegeben werden. Es gibt auch einfache Beispiele aus der Natur, sagen wir mal eine Hundepfeife zum Beispiel. Ich sag dir ehrlich, ne, guck mal meinen Blick, ich war voll drin, ne? Ich war voll drin so. Und ich war brutal interessiert, aber die Hälfte habe ich nicht gerafft, Digga. So, da lege ich jetzt die Hand aufs Herz. Von der Hälfte habe ich noch nichts gehört. Wie Schwingungen, Digga, eigentlich gibt's keine Materie. Der Hund hört der Mensch nicht so richtig, ne? Und so ist es eben auch mit vielen anderen Kräften eventuell, die herrschen um uns herum, die wir einfach mit unserer Technologie der heutigen Zeit gar nicht nutzen, die aber andere Zivilisationen früher genutzt haben. Das ist so ein bisschen immer die Arroganz von heute. Digga, das ist so ein wichtiges Wissen, weißt du? Das sind so geile Gespräche, das sind so geile Sachen. Und diese ganzen Sachen gibt's in der Szene, in dem Bereich jetzt einfach gar nicht mehr. Weil die 1-2 Leute gecancelt haben und jetzt keiner mehr über sowas reden möchte. Das ist so traurig, Bro. Was das für ein Potenzial wäre, wenn wir jetzt regelmäßig Gespräche gemacht hätten, bis heute so. Was wir für einen Einfluss auf die Jugend nehmen könnten und so, weißt du, ist crazy, Bro. Also ich finde das schade. Und ich bin der Meinung, es gibt natürlich x Theorien über die Pyramiden, wie die gebaut wurden, was für einen Zweck die erfüllt genau, haben. Das ist es, ja. Wir waren alle nicht dabei. Es ist alles im Endeffekt Spekulation. Man kann sich verschiedenste Modelle vorstellen, aber ich tendiere in die Richtung, dass es eine Art, ja, ein Mittel dazu war, in erster Linie Frequenzen, Energien zu nutzen, zu bündeln, etc. Kraftwerk, Digga. In diese Richtung tendiere ich. Es gibt auch diese Kraftwerktheorien. So. Was ich komplett ablehne, ist so die Mainstream-Meinung, es waren einfach Grabkammern für Pharaonen, das ist kompletter Bullshit. So. Der ist halt genau auf unserer, das ist genau unsere Wave, Digga. Das, was die uns erzählen. Das ist natürlich Quatsch, brauche ich nicht zu erklären, warum. Ich glaube, so weit sind wir schon. Aber was genau der Zweck spezifisch war, weiß, glaube ich, heutzutage keiner. Vielleicht gibt es Kreise. Das ist halt krass, dass es halt Architekten gibt, die so einen Burj Khalifa bauen können. Ja. Ne? So ein Riesengebäude, ja, mit so vielen... Naja, aber du musst doch überlegen, du darfst eins nicht vergessen, die Architektur von heutzutage. Du siehst manchmal Brücken einstürzen, die wurden vor 50 Jahren gebaut. Das heißt, was wir heute haben, diese ganzen großen Bauten, diese monolithischen Bauten in Grau, gleich, Straßennetze, so wie ein Schachbrettmuster, alles genormt. Nicht schön fürs Auge, nicht für die Ästhetik, für das ästhetische Empfinden des Menschen gemacht, sondern einfach nur funktional. Das ist ein Baustil, den gab es ja früher nicht, es war viel mehr mit Ornamenten. Aber es waren auch vor allem monumentale... Stabile. Nachhaltige Gebäude. Die Pyramiden stehen seit Tausenden von Jahren. Diese ganzen Ruinen, die wir heutzutage immer finden. Es gibt ja immer noch Pyramidenfunde. China, Bosnien, Antarktis, man munkelt. Ja? Genau, das ist auch die Theorie, und, die ich hier in meinem Video gesagt habe. Dass das quasi die Nachhaltigkeit, die ist überhaupt nicht gegeben. Das allein zeigt ja schon, dass die Baukunst der damaligen Zeit eine ganz andere Qualität hatte.
Also meinst du quasi, das hat sich so zurückgebildet? Ja, es ist also alles... es gab mal eine Hochkultur, die... Es hatte andere Hintergründe. Mhm. Es liegt immer daran, was ist die Philosophie der Gesellschaft. Bei uns ist es eben der Kapital... Ihr beide mit Keanu, so eine Serie wäre zu lustig. Das war der Plan, Bro. Das war der Plan. Nach dem Interview mit Kollega und nach dem Interview mit Keanu wollte ich ein Interview machen mit Keanu, Kollega und PA sogar zusammen. Das war der Plan. Hat leider nie funktioniert. Muss vornehmlich, ne? Es ist eine materielle Welt, wo man darauf konditioniert wird oder ja quasi in ein System reingeboren wird, wo man zumindest arbeiten muss, Geld verdienen muss, um zu überleben. Und am Ende des Tages bist du Sklave in einer Art Hamsterrad. Das war ja nicht immer so. Wenn du alleine zurückdenkst bei der Indianerzeit, als der nordamerikanische Kontinent noch nicht erobert wurde vom weißen Mann, da gab es natürlich auch Rivalitäten unter den Stämmen, aber es war insgesamt eine Koexistenz von Stämmen. Natürlich gab es auch mal hier und da gab es Zwist. Aber es war auch nicht dieses hierarchisch geprägte Denken, dieses pyramidenartige Denken, dass eine Elite von oben herab alles steuert bis ins kleinste Detail und der Mensch unten ist am Ende des Tages ein Sklave. Das ist halt, weißt du, das ist ja eine Philosophie, die heutzutage gelebt wird und auch als selbstverständlich angesehen wird. So, Bro, das ist halt, der macht halt Real Talk, Bro. Der sagt da das, was wir heutzutage erzählen. Großteil der Menschen, weil wir es gar nicht anders kennen. Deswegen ist auch die Baukunst oder die Art zu bauen heutzutage auf Funktionalität ausgerichtet, damit der Mensch da drin sitzen kann. Da sind dann die Büros, zack, 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 mit Trennwänden stehen da die Rechner aneinander und der Mensch sitzt davor und arbeitet. Das heißt, möglichst viel Effizienz, was finanziellen Wachstum für irgendeinen bedeutet, ist hier die Hauptprämisse, unter der diese Gebäude gebaut werden. Ja? Und nicht mehr irgendwie ein Grund, der vielleicht über dem liegt. Ja? Vorsicht. So. Gesagt mal an der Stelle. Ne? Man weiß es nicht. Es gab andere Ideale in der alten Zeit und dementsprechend spiegelt sich das natürlich in der Baukunst wieder. Facts. Das ist letztlich unterm Strich hier zu konstatieren. Digga, wie der sich ausdrückt, Bruder, der kriegt es halt auch richtig geil auf den Punkt. Ne? Das ist einer von denjenigen im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, der sich am besten ausdrücken kann, Digga. Konstatieren, Digga, das Wort kannte ich nicht immer, bevor er das da ausgesprochen hat. Spiegelt sich das natürlich in der Baukunst wieder. Das ist letztlich unterm Strich hier zu konstatieren. Bester Mann, Digga. Der ist wie, Bro. Bro. Digga, Alter, der muss einen Podcast machen, ja? Pierre hat in dem Interview gesagt, dass quasi alle Pyramiden auf der Welt in einer Reihe stehen. Also wirklich geografisch in einer Reihe stehen. Auf einer Linie sind. Und dass quasi der Weg zu Antarktis führt. An den Punkt, wo man nicht hingehen darf. Stimmt das so? Glaubst du daran? Oder wie weit hast du dich? Ich persönlich glaube in erster Linie das, was ich mit meinen Sinnen direkt erfassen kann. Und im zweiten Schritt dann, was nachweisbar belegt. Bruder, aber ich finde auch, so wie der sich ausdrückt, kann man ihn auch nicht canceln, Digga. So. Der sagt ja ganz klar immer vorweg und so, das, ich glaube erstmal nur das, aber ich habe Vermutungen und dies, das, aber ist eigentlich alles safe, Bro. Diese Theorie von diesen Leylines, die gibt es. Ich selbst habe es nicht nachgeprüft, ob die tatsächlich alle auf einer Linie liegen, aber es macht tatsächlich den Anschein, dass sehr viele alte Kultstätten, angefangen bei den Osterinseln, über den südamerikanischen Kontinent, dort durch viele Inka-Maya-Stätten und dann rüber bis nach Ägypten, sie auf einer Linie liegen, ist aber auch naheliegend, wenn man davon ausgeht, dass diese ganzen Kultstätten eben auch noch einen Sinn gehabt haben können, wie ich ihn vorhin erläutert habe, dann muss es ja auf der Erde, wenn man davon ausgeht, es gibt Schwingungen auf der Erde, Energiefelder auf der Erde, muss es ja auch ideale Spots dafür geben und so könnten dann auch die Locations für diese Gebilde gewählt worden sein. Wie es jetzt sein kann, dass die alle in einer Linie stehen, wie die miteinander kommuniziert haben. Vielleicht, wir heutzutage haben das Internet. Seit wann haben wir das Internet? Seit 20 Jahren. Das ist eine neue Sache. Für Menschen vor 50 Jahren wäre das Zauberei. Genauso wie Telefonie. Oder dass man, Tesla hat das damals erfunden, dass man quasi vom amerikanischen Kontinent bis nach Europa hin und her telefonieren konnte. Ja? Das ist eine Sache, die gibt es seit roundabout einem Jahrhundert und davor gab es es nicht. Das heißt, wir können uns gar nicht vorstellen, was es eventuell für alternative Formen der Kommunikation vor 1000 Jahren gab. Du siehst, wie schnell Menschen auf etwas kommen können. Ja? Und da warum ist, jetzt erst jetzt, ne? Ja, genau. Und da ist halt eben so viel verschwundenes, okkultes Wissen, was wir jetzt nicht kennen, worüber wir keinen Zugriff haben. Es gibt sicherlich Leute auf der Welt, die haben Zugriff auf diese alten Informationen, aber diese Facts.
Eliten drin, man, Alter. Eben nicht für uns frei zugänglich. Davon gehe ich mal aus. Was denkst du, warum das so ist, dass die für uns nicht frei zugänglich sind? Gibt es da auch einen Hintergrund dahinter, meinst du? Oder? Ja, es hat immer damit was zu tun, um sich eine Macht zu sichern. Bruder, in der Bar haut der sowas. Das ist nicht Bar, ist Backstage-Bereich. In einem ruhigen Raum wäre der Talk noch wilder geworden, wilder gekommen. Ja, safe. Wenn es darum geht, etwas geheim zu halten, dann macht man es meistens aus dem Grund, wenn es jetzt um Informationen geht, weil man weiß, diese Informationen verschaffen mir eine Vorteilsposition gegen. Bruder, musst du dir überlegen, das war vor 5 Jahren, Digi. Weißt du, wie ich meine? Vor 5 Jahren, Bro. Vor 5 Jahren hätten wir noch englischen Untertitel gemacht, Digga, das wäre weltweit durch die Decke gegangen. Das sind Talks auf dem Niveau, Digga, das ist Joe Rogan-Vibes. Anderen. So. Deswegen hält man Informationen zurück und nutzt sie selber. Wenn du beispielsweise lernst, du knackst die Formel für Blackjack, wo du auf jeden Fall deine Mios da in den Casinos rausholst, dann erzählst du das nicht 10 oder 20 Leuten, sondern gehst da erstmal nach Vegas und machst das selbst. So. Macht Sinn, ne? Na, das ist einfach die Psyche des Menschen, das ist so. Deswegen ist davon auszugehen, wenn du dir anschaust, es gibt einfach sehr, sehr mächtige Leute auf der Welt, deren Namen du noch nicht mal genau kennst. Und die müssen ja überlegenes Wissen haben über die Psychologie, über. Ist halt deswegen so, damit ihr das versteht. Weißt du, ich will, dass Leute auch verstehen, so, warum ich auch so krass darunter gelitten habe, dass ich gecancelt wurde. Weil das war für mich, das hat mir ja mega Spaß gemacht, Bro. Das war mein Dream im Endeffekt. Das ist mein Ding, Alter, mit Menschen reden. Gerade Leute aus dem Hip-Hop-Bereich, die aber auch ähnlich denken wie ich und wo man tiefe Sachen sprechen kann und so. Das war geil, Digga. Ich hab's geliebt. So, weißt du? Ich hab's geliebt. Und dann langsam zu merken, wie keiner mehr Bock darauf hatte und in Deutschland diese Cancellation so krass geworden ist und diese Zensur und so, das tat mir extrem weh. Überhaupt da wieder von zu recovern im Endeffekt, war nicht einfach für mich, sag ich dir ehrlich. Weil ich hab gefühlt, war ich so diese ganze Sache mit Komm ins Café und auch teilweise Straßenumfragen und mit den Leuten, mit denen ich da Kontakt hatte und so, da habe ich mich gefühlt eigentlich, als ob ich so mäßig angekommen wäre, so weißt du. Und dann mit einem Video, Dicker, ist quasi alles den Bach runtergegangen. So. Massenpsychologie über den Menschen an sich, um ihn so stoppen zu können, wenn man das annimmt, dass diese Pyramide. Aber es sollte alles genau so sein, wie es ist, deswegen ich bin froh, dass ich halt immer noch da bin auf eine gewisse Art und Weise, so weißt du. Und ich mache einfach weiter und ich folge Gott, ich folge meinem Herzen, ich lerne aus Fehlern. Ich mach mein Ding so und alles, was in der Zukunft noch passiert, das soll genau so sein, Bro. Und wer weiß, vielleicht sitze ich in 2 Jahren mit Joe Rogan da und rede über die gleichen Sachen. In der Spitze ja immer enger zuläuft, immer spitzer wird und dann irgendwo bei einem ganz kleinen Menschenkreis landet. Ja? Es muss ja heißen, dass diese Menschen eine besondere Fähigkeit haben, oder? Kevin fragt gerade, warum machst du nicht das Gleiche mit kleineren Künstlern? Es geht mir gar nicht um Künstler oder Nicht-Künstler so, weißt du? Ich mache solche Sachen mit Menschen, die ich fühle einfach. Und ich werde das für immer so machen. Ich mache immer noch Gespräche. Wenn ich einen Talk mit Kianosch mache, dann mache ich das, weil ich den fühle. Wenn ich einen Talk mit Wodak mache, mache ich das, weil ich ihn fühle. Wenn ich einen Talk mit dem Ganser mache, mache ich das, weil ich ihn fühle. Wenn ich einen Talk mit dem Tepperwein mache, mache ich das, weil ich das fühle. Ich schaue auf mein Gefühl, Bro. Die müssen keine Rapper sein. Die müssen nicht irgendwas irgendwie irgendwo sein. Ich mache das, wenn ich Menschen fühle, dann mache ich einen Talk mit denen. Das ist so meine, wie ich an die Sache rangehe. So. Ein besonderes Wissen, was ihnen eben einen Vorteil verschafft gegenüber den anderen Menschen. Zumindest auf psychologischer Sicht. Das ist krass. Ich informiere mich oder beschäftige mich seit diesen Interviews auch immer mehr damit. Die haben mich reingeholt in die Scheiße, Digga. Im Gespräch mit dir, nach dem Gespräch auch mit PA. Das ist schon gesehen, sehr. Du hast nochmal einen Re-Upload gemacht von unserem Ding. Genau. Wo du gesagt hast, wie man damit so umgeht. Weißt du, wie man am besten damit umgeht. Ja. Da haben wir ja auch nochmal explizit gesagt, dass es halt eine Sache ist, wo man nie hundertprozentig sicher sein kann als Kollege oder als Leon. Ja klar, man sollte sich natürlich als Person wie wir, die auch einen Einfluss haben auf die Leute, immer seiner Funktion als Meinungsvorgeber auch bewusst sein, als potenzieller. Natürlich muss man da immer darauf hinweisen, Leute, recherchiert alles selbst. Und so. Ich glaube, Kolle schaut zu. Falls ja, ich liebe dich, Bro. Warte. Ja, jetzt sind wir wieder weiter. Sorry. Ja, du musst natürlich davon ausgehen, dass das meiste, was von der Regierung, wo der jeder 0850... Gibt es einen Gott? Wer weiß das schon? Ich weiß es, Bro. God is great. I love you. Bürger wird dir sagen, ja klar, wir vertrauen der Regierung nicht komplett. Ne? Aber wenn du dir überlegst, was alles von der Regierung kommt, was auch mit Bildung zu tun hat, was wir von der Schule schon lernen, ist es angebracht, das alles mal ein bisschen zu...
Das Interview, wie man mit Verschwörungen umgeht, wäre für einige aus dem Chat wichtig. Da reagieren wir auch noch drauf. Fragen, zumindest zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens. Denn es kann ja sein, dass hier gezielt etwas beigebracht wurde, um eben Interessen zu wahren oder zu fördern, die unsere sind. Kann ja sein. Deswegen sage ich immer, Verschwörungstheoretiker an sich ist immer so negativ konnotiert der Begriff, man denkt immer, aber eigentlich ist es ja ein Theoretiker, einer, der eine Theorie darüber anstellt. Bester Mann, ja. Ob es eventuell irgendwo eine Verschwörung geben könnte, die uns Menschen schadet. Das heißt, es ist erstmal gerade auf ein skeptischer Mensch, ein Mensch, der sich nicht verarschen lassen will. So. Und der Dinge hinterfragt. Das sind positive Eigenschaften. Und wenn es solche... Einfach Savasteger dabei und so, Bro. Legendär. Wenn es nicht geben würde, wären wir alle Roboter. Dann wären wir alle Schafe. Wenn keiner mehr irgendwas hinterfragt, dann sind wir am Arsch. Boom. Frage ist, glaube ich, immer, in welchem Maße. Weil ich habe wirklich Freunde, auch im engen Freundeskreis, die dadurch irgendwie einen psychischen Schaden, sage ich mal in Anführungszeichen, erlitten haben. Ja, Digga. Der Bruder von einem Freund von mir ist durch zu viel Beschäftigen mit diesen Sachen wirklich verrückt geworden, in Anführungszeichen. Der lebt jetzt auf der Straße und nimmt Drogen jeden Tag. So, keine guten Drogen. Und da soll's nicht enden, meine lieben Freunde, weißt du? Würde man jetzt so sagen, weiß man nicht, was da genau der Hintergrund ist, die aber in ihrem Leben nicht mehr klargekommen sind, keinen Drive mehr hatten, keine Motivation mehr hatten, irgendwas durchzuziehen, weil sie sich einfach viel zu krass informiert haben und sich ihr Leben quasi dessen verschrieben haben, so, weißt du? Ja, das ist natürlich eine Gefahr, die bestehen kann, wenn man sich damit beschäftigt, was ist... Wenn man vor allen Dingen labil ist, weißt du, wie ich meine? Wenn man labil ist, Digga, das ist das Ding immer. Also ich sage... wenn du spirituell gefestigt bist, wenn du einen Glauben hast, einen vernünftigen, und wenn du einfach ein stabiler Mensch bist, so, dann können dich auch irgendwelche Machenschaften von Eliten oder im Hintergrund nicht so krass beeinflussen, dass du dich und dein Leben verlierst, so, weißt du? Wenn du aber ein labiler Dude bist, der vielleicht jeden Tag seine 18 Spliffs raucht und nicht richtig gefestigt in sich und seinem Leben ist oder mit seinem, was er vorhat hier auf der Erde, so, sein Traum etc. pp., dann kann dich das hart aus der Bahn werfen und dann kann dich das zu Dingen treiben, die nicht positiv für dich und dein Leben sind, so. Deswegen, in erster Linie, das sage ich immer wieder, in erster Linie ist es wichtig, dass du stabil mit dir selber bist, so, weißt du? Dass du mit dir eine vernünftige Beziehung hast, dass du ein Fundament hast, was auch nicht mehr so einfach kaputt gemacht werden kann. Und dann ist alles, was von außen kommt, quasi nicht mehr wirklich gefährlich. Wahre Welt, ungefähr, wie sie um mich herum existiert, das kann deprimierend sein, weil du einfach merkst, wie man tatsächlich verarscht wird an allen Ecken, vergiftet wird von allen Seiten. Und machst du das? Wie gefickt man eigentlich zu sein? Bester Mann. Aber, wenn man das Krasse ist, ich würde auch heutzutage, wie gesagt, wenn Gott will, werden wir irgendwann nochmal zusammenkommen. Davon dann runterziehen lässt, dann ist man ja richtig in der Falle. Dann haben sie dich ja komplett gefickt. So ist es nämlich. Ja, da muss man einfach wirklich sagen... Nimmst du das als Motivation für dich? Oder Glas halb leer. Guck dir mal die... Das ist Philosophie, Digga, ist so. Mindset. Die in dystopischen Gesellschaften in der Zukunft spielen, wo die Menschen komplett kontrollierte Sklaven sind, sogar gejagt werden, Hunger Games und so ein Scheiß. Gibt's ja tausend dystopische Filme, Zukunftsvisionen, die immer sehr düster sind, wo der Mensch irgendwie in einer Art absoluten Zweiklassengesellschaft von der Elite dominiert wird und wirklich nur noch eine Sklavenexistenz hat. Ne? Matrix auch ein gutes Beispiel. Ist eine Doku. Nur noch eine angezapfte Batterie ist als Mensch. Aber wenn du dir dann überlegst, in was für einer Stufe sind wir denn jetzt? Wir haben hier alle Möglichkeiten, alles noch zu verändern, was wir verändern möchten. Denn es wächst. Guck mal, in der Deutschrap-Szene gibt's nicht mehr so ein Content, ne? So ein Content gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Der ist einfach nicht mehr vorhanden, so. So eine deepen Sachen, Digga, weißt du, wie ich meine? Und ich sage dir, meiner Meinung nach, diese Zeit, wo wir angefangen haben, über diese Sachen zu reden, so, die war für so viele Leute in der Szene, gerade für Zuschauer, so interessant, Bro. Das hat so geprägt, Digi, das ist heftig. Das kann mir auch keiner absprechen oder uns, weißt du? Weil so deep und so oft, wie wir über diese Sachen geredet haben, das gab es vorher nicht und das gab es danach nicht mehr. Gab's nicht. Stetig eine neue Generation heran, die einen kompletten Zeitgeist ändern kann und prägen kann. Deswegen aufgeben ist wirklich sowieso niemals eine Option. Selbst wenn man am Boden liegt, gibt man nicht auf. Das mal per se. Deswegen die Schlüsse, die du daraus ziehst, wenn du... Da geht's null um Rap, Bro. Weißt du, wie ich meine? Da geht's ums Leben, da geht's um Dinge hinterfragen, da geht's um das System, da geht's um Motivation. Bruv.
Will, ich fühl's gerade selber, sorry, ich muss mich ein bisschen selbst pushen, Vegio. Push it in there, Alter. Wie bestimmte Mechanismen auf der Welt laufen müssen sein, wie kann ich als Einzelperson am effektivsten... Sladdy sagt, du warst der Einzige in der Szene, der die Leute so offen lassen hat. Ja, ja, ja. Ja, das haben ja auch viele gesagt, die haben halt mit mir auch einen guten Vibe gehabt, ein gutes Gefühl gehabt, dass sie sich auch einfach fallen lassen können und einfach auspacken können auf entspannt so, weißt du? Das war ja mein Vibe, war ja der so, dafür war ich ja bekannt, dass die Leute nach 10 Minuten vergessen haben, dass überhaupt eine Kamera da ist, so. Gespräch zwischen zwei Bros, so ein Ding war das. Zwischen zwei Jungs, Digga, die einfach jetzt miteinander reden in der Shisha-Bar so auf entspannt. Das war der Vibe. Was daran ändern, wenn ich das möchte? Nicht Journalist, Artist, so. Weißt du? Oder wie kann ich mich zumindest vor eventuellen negativen Entwicklungen, die mich und meine Familie betreffen können, schützen? Also jeder wache Mensch, verantwortungsvolle Mann muss sich auch dieser Aufgabe bewusst sein. Und nicht einfach sagen, oh, das ist alles Quatsch, das ist alles Quatsch. Wenn es Quatsch ist, ist es ja schön. Aber Quatsch, der eventuell wahr sein könnte, den ich nicht überprüft habe, bin ich am Ende selber schuld, wenn ich dann die Arschkarte ziehe und mich dann nicht mit beschäftige. Und einfach mich ist kalt erwischt. So. So, dann bist du auf einmal geimpft, Digi. Das ist halt diese Sache, stell dir mal vor, wir hätten da noch weiter diese Gespräche gemacht in der Corona-Zeit, Bro, wenn die Rapper alle ihre Meinung gesagt hätten mit Kollege, PA, alles so, weißt du, wie ich meine? Dann diese ganze LGBTQ-Entwicklung, dann Thema Mann-Frau und so, weißt du, das sind halt geile Themen, Mann, Alter. Das sind halt gute Sachen, so, weißt du? Da kannst du halt im deutschsprachigen Raum nicht mehr drüber reden heutzutage. Deswegen sind immer die Leute in meiner Sicht die Ehrenhafteren, die sich zumindest damit beschäftigen. Klar, es gibt immer Spinner, es gibt auch Leute, die abgedriftet sind, aber der Großteil, so wie ich es auch merke jetzt, ist gerade auch so ein Zeitgeist des Aufwachens, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt... Digga, das hat er vor 5 Jahren gesagt, ne? Müsst ihr euch überlegen, das war vor Corona und so. 2019, Alter, ein Jahr. Mehr Interesse. Die Generation ist offener dem Ganzen gegenüber. Absolut, ich verfolge das Ganze ja schon seit dem 11. September. Und ich merke das in den letzten Jahren, dass es doch eine gewisse Art Dynamik und Fahrt aufnimmt und die Leute einfach Bock haben, auch die Wahrheit zu erfahren. Weil es auch im Menschen drin ist. Die Wahrheit zu erfahren liegt im Menschen drin. Das ist unsere Natur, ne? Ja, und man sollte sich wirklich mit allem beschäftigen, was man nicht selber überprüft hat. Bevor ich sage, das und das ist Fakt, muss ich es überprüft haben. Und nicht gehört haben, ein Wissenschaftler oder Politiker oder Prominenter hat das gesagt, also wird das stimmen. Nur ich selber bin für meine Aussagen und Taten verantwortlich. Wenn ich das nicht überprüfe, dann brauche ich in keiner Diskussion teilzunehmen. So. Dann ist man ein Kind, dann ist man ein Schaf. Löwentalk, Digi. Geil, Alter. Geile Worte auf jeden Fall. Richtig interessant. Bester Mann, Digga, ich schwör's dir, Alter. Ist geil, auf alte Sachen zu reagieren, Freunde. Ich mag das. Erinnert mich ein bisschen an früher. Gibt mir auch Vibes so, weißt du? Gibt mir gute Vibes. Nach diesen Sachen kam das. Das kam auch alles noch vor Corona, ne? Da ging's schon in die Richtung halt, in die Diffamierungsrichtung. Aber das hat noch niemanden gejuckt. Da waren die Rapper auch noch alle auf meiner Seite. Da haben wir gegen die geschossen und so. Der YouTuber Leon Lovelock verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien. Der Fitness-YouTuber interviewt seit kurzem gerne Kollege und Co., um mit ihnen über Pyramiden in der Antarktis und die da oben zu sprechen. Warum das ein Problem ist. So, der Mainstream hat halt ganz schnell geschaltet, ne? Die da oben in ihrer Kuppel machen doch eh das, was sie wollen. Die Erde ist nicht rund. Die Anschläge am 11. September waren ein Inside-Job. Und was bitte ist mit diesen verfickten Pyramiden los? Wurden sie womöglich von Djinn errichtet? Das klingt nach abgründigen Diskussionen in dunkle Ecken des Internets. Doch vermeintliche Antworten auf solche Fragen liefern verschiedene deutsche Rapper in Videos des YouTubers Leon Lovelock. Das ist es halt. Ich wurde halt quasi als Flaggschiff genommen. So, er ist der Verschwörungstheoretiker, der Rapper einlädt, um über Verschwörungen zu reden. Und es ist wirklich so, dass seit diesem Bericht wollten halt manche Künstler nicht mehr an den Start kommen, so. Weißt du? Da sagen, selbst wenn die nicht über solche Themen reden, sagen die, aber der ist bekannt schon dafür. Es gibt schon Berichte und so, müssen wir aufpassen, so, weißt du? Das mag für einige Leute unterhaltsamer Trash sein, tatsächlich ist es aber eine gefährliche Entwicklung. Lovelock legitimiert Verschwörungstheorien, indem er ihnen eine Plattform bietet. Er stellt sie auf eine Ebene mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Kritisiert wird er dafür aus der YouTube-Community heraus nicht. Bis Corona kam, Digga.
So. Die junge Zielgruppe von Leon Lovelock, die ihm vertraut und ihm in ihm ein Vorbild sieht, könnte die Theorien ernst nehmen. Immerhin folgen Lovelock knapp 350.000 Menschen bei YouTube. Vor allem, weil er Unterhaltung und Fitnessvideos produziert hat. Die haben ihn bekannt gemacht. Verschwörungstheorien finden erst seit knapp einem halben Jahr auf seinem Kanal statt. Stimmt auch so nicht. Ich habe schon Dr. Sebi-Verschwörung und so damals Dinge angesprochen. Aber ja. Seitdem wurde Kollege dreimal interviewt. Zufall, Verschwörungstheoretiker, Voice, Zufall, Fragezeichen. Weil ich jetzt Kollege drei... Bro. Es scheint so, als würde Lovelock sich mittlerweile in seiner Rolle als derjenige gefallen, der für Aufklärung sorgt und das, worüber nicht gesprochen werden soll, auf den Tisch bringt. So, in seinen Augen. Sogar die Titel von Interviews mit Rappern wie Kollege PA Sports oder Kianosch nehmen Bezug auf die Theorien. Kianosch über Verschwörungstheorien, Knast, Politik, Darknet. Safe. Es ist einfach Fakt, dass die Regierung für ihr eigenes Interesse handelt, sagt Kianosch. Bruder, wild. Ja, da können wir ein extras Video drüber machen auf jeden Fall. Aber haben die nicht, die haben kein Video dazu gemacht, ne? Schade. Leute, ich küsse eure Zirbeldrüse. War auf jeden Fall eine spannende Geschichte, mal auf diese Kollegah-Sache zu reagieren. Ich liebe euch. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Warte mal, hier geht's aber auch noch ein bisschen weiter. Ah, nee, wir sind schon raus. Eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Macht's gut, bis dahin. Peace out.